Berlin Adlershof. In der Justus von Liebig Straße Nummer 6 befindet sich das Institut für Umwelttechnologie. Das Institut ist akkreditiert durch das deutsche Akkreditierungssystem und Prüfwesen DAP als Prüflabor für Alpha-, Beta- und Gammaspektrometrie, Neutronenaktivierungsanalyse, Gaschromatographie, Massenspektrometrie, Ionenmobilitätsspektrometrie. Zusätzlich gewährleistet das Institut eine Qualitätssicherung nach ISO 9000, ständig die hohe Qualität der Analysen. Nur solchen Partnern überlässt die Bestwater International GmbH die Prüfung ihrer Wasseraufbereitungssysteme. Bestwater wagt sich als erstes Unternehmen weltweit an ein sehr aufwendiges und teures Experiment. In diesem Experiment wird überprüft, ob die Bestwater Wasseraufbereitungssysteme radioaktive Stoffe effizient und sicher aus dem Trinkwasser entfernen können. Ein Team von Wissenschaftlern des Umwelttechnologischen Instituts hat das Experiment durchgeführt. Als radioaktives Material wurde das Cäsium-137-Isotop verwendet. Das Cäsium-137-Isotop wurde in oberirdischen Kernwaffenversuchen und durch die Reaktorunglücke von Tschernobyl und Fukushima in die Umwelt freigesetzt. Deshalb eignet es sich ideal für das Bestwater-Filtrationsexperiment. Die verwendete Cäsium-137-Isotop-Lösung hat einen Wert von ca. 8000 bis 9000 Becquerel, wie Sie am Strahlungsmessgerät sehen können. Die Umgebungsradioaktivität bzw. natürliche Strahlung beträgt jedoch ca. 10 bis 14 Becquerel. Eine genaue Bestimmung der Radioaktivität des Modellwassers wird im Labor unter Abschirmung der Grundstrahlung am Gammaspektrometer vorgenommen, da dieses Gerät das Ergebnis nicht verfälscht und weitere Messfehler ausschließt. Hier sehen Sie die Belastung des Modellwassers. Die aktuelle Belastung ist 5900 Becquerel pro Liter. Nach der Filtration wird eine neue Probe des durch das Bestwater-System gefilterten Wassers in den Gammaspektrometer eingelegt und ausgelesen. Das gefilterte Wasser hat jetzt einen Wert kleiner als 50 Becquerel pro Liter. Das entspricht einer Abweisungsrate von 99,2% und das Wasser kann bedenkenlos getrunken werden. Somit ist es bewiesen, Bestwater filtert radioaktive Stoffe. Das ausführliche Gutachten des Instituts finden Sie auf der Bestwater-Homepage im Bereich Zertifikate.